Beweglicher Treibsand? Da gräbt doch wer. Auch hier ist ein kleiner Fallensteller am Werk. Ein abgeflachter Kopf und eine spitze Zange verraten den Ameisenlöwen. In lockerem Sand gräbt der asselförmige Ameisenlöwe in Kolonien seine Fangtrichter. Kleine Krater, um die Ameisen und andere weichhäutige Wirbellose einen großen Bogen machen sollten. Im Zeitraffer erkennt man, wie der Ameisenlöwe in einem rückwärts gerichteten Spirallauf den Sand mit seinem Schaufelkopf zur Seite wirft. Die Erschütterungen vorbeilaufender Beutetiere lösen einen sofortigen Beschuss mit Sandsalven aus, die zum Absturz in den Fangtrichter führen sollen. Hier lauern die langen Kiefer, bereit zur Injektion eines Verdauungsenzyms. Dieses löst das Beutetier innerlich auf, sodass der Ameisenlöwe es aufnehmen kann. Der zurückbleibenden leeren Hülle entledigt er sich auf seine eigene Weise. Musik liegt in der Luft. Im Mai und Juni beherrscht der Gesang der mittlerweile vielerorts selten gewordenen Feldgrillen, die Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen der Sennelandschaft. Am Sangeswettbewerb nehmen nur die Männchen dieser großen Heuschreckenart teil. Als Bühne dient der Vorplatz ihrer im Boden angelegten Wohnröhre. Da ihnen eine echte Stimme fehlt, nutzen Sie virtuos Ihre Flügel als Instrument. Durch ruckartiges Reiben wird an feinen Leisten ein schriller Ton erzeugt, der bis zu 100 Meter weit hörbar ist. Der Gesang soll die stummen Weibchen zur Wohnröhre des Männchens locken und dient gleichzeitig zur Abschreckung von Rivalen. Nähert sich trotzdem ein anderes Männchen, kommt es zum Kampf. Und die Wohnröhre kann durchaus ihren Besitzer wechseln. An einer anderen Röhre finden sich ein Männchen und das deutlich größere Weibchen einträchtig nebeneinander. Aus den abgelegten Eiern schlüpfen schon bald kleine Larven, die ihren Eltern in der Gestalt sehr ähnlich sehen. Obwohl auch sie bereits den schwarzen Konzertfrack tragen, fehlt ihnen noch das Instrument. Bis zu ihrem Bühnenauftritt im nächsten Jahr müssen sie noch deutlich an Größe zulegen und erfolgreich den langen Winter überstehen. Dann heißt es wieder Bühne frei.
Für diese langen, oberflächennahen Grabgänge ist ebenfalls eine Grille verantwortlich. Sie bevorzugt feuchte Bodenpartien in Gewässernähe und verbringt die meiste Zeit ihres Lebens unterirdisch. Der Maulwurf unter den Heuschrecken, die Maulwurfsgrille. Nur sehr selten hat man die Gelegenheit, das Tier mit den auffälligen Grabbeinen zu Gesicht zu bekommen. Als Nahrung dienen ihr Wurzeln und Insektenlarven. Das vielfältige Blütenangebot der Sandheiden lockt zahlreiche Blütenbesucher aus verschiedenen Insektengruppen an. Schwebfliegen erinnern in ihrem Aussehen sehr an Bienen und Wespen, was ihnen trotz ihrer absoluten Harmlosigkeit einen Schutz gerade vor den Tieren bietet, die schon einmal die Bekanntschaft mit dem Stachel einer Biene oder Wespe gemacht haben. Auch für Schmetterlinge haben Blütenpflanzen eine große Bedeutung als Nektarspender. Hier gibt es die wichtigen Kohlenhydrate im Überfluss. Jedoch auch an feuchten, offenen Bodenstellen können Schmetterlinge mit ihrem Saugrüssel gelöste Mineralstoffe aufnehmen. Diese spielen in ihrer Ernährung ebenfalls eine wichtige Rolle. Das Beispiel des schönen Ampfergrünwidderchens zeigt, dass Schmetterlinge zudem eine zum Teil enge Bindung an bestimmte Raupenfutterpflanzen aufweisen. Die Raupen leben ausschließlich an den Pflanzen des großen und kleinen Sauerampfers. Also eine Grundvoraussetzung für ein Vorkommen des Grünwidderchens. Die metallisch grün gefärbten Falter hingegen decken ihren Kohlenhydratbedarf bevorzugt an den Blüten des Bergsandglöckchens oder wie hier an der Sandgrasnelke. Da der kleine Sauerampfer auf Sandheiden und Pionierflächen recht häufig ist, kann das Ampfergrünwidderchen hier regelmäßig beobachtet werden. Die Senne hat, wie jede Landschaft, eine Geschichte. An dieser Geschichte wirken viele Faktoren mit: geologische Prozesse, das Klima und seine Veränderungen, Pflanzen und Tiere, schließlich auch wir Menschen. Sie alle hinterlassen Spuren, die mit einem etwas geübten Blick für interessierte Besucher zu erkennen sind. Jedoch gilt dabei immer die Regel: Respekt vor jedem Lebewesen und seinem Lebensraum.